So, dann legen wir jetzt mal mit Mission 11 los. Und zwar haben wir hier drei verschiedene Varianten zur Auswahl. Ich habe sie mir mal kurz offscreen angeguckt und ich glaube, die hier ist die einfachste. Also sie ist normal schwer. Die hier ist etwas schwerer, also herausfordernder und das hier ist die extrem schwerste. Nun ja, ich denke mal, ich nehme die mittlere, die etwas schwieriger ist. Einfach damit es nicht zu einfach wird, obwohl ich darauf tippen könnte, dass normal auch schon eine Herausforderung ist, aber ich will es mal ein bisschen spannender machen. Also. Eine höchst interessante Entscheidung, Keeper. Ihr habt Zugang zu einer großen Fläche, auf der ihr euch ausbreiten könnt. Baut eure Basis weise auf, denn ich bin mir sicher, der Gegner hat schon ein gieriges Auge auf dieses Platzangebot geworfen. Okay, ich zeig mal kurz alle drei verschiedenen Missionsscreens mal, das wäre wenigstens das, weil ich habe schon bei Mission 6 gemerkt, dass man, wenn man die eine ausgewählt hat, die andere nicht mehr spielen kann. Deswegen will ich wenigstens mal die Missionsscreens zeigen und die Texte, die er dazu sagt. Eine gute Wahl, Keeper. Ihr beginnt in einer gut befestigten Stellung, aber eure Ressourcen sind begrenzt. Sammelt eure Kämpfer schnell um euch und handelt, bevor die Gegner zu stark werden. Also, hier haben wir schon eine starke Stellung, aber eben nicht viele Truppen und wahrscheinlich auch nicht so, kriegen auch nicht so schnell neue. Deswegen müssen wir schnell starke Einheiten bilden. Und das hier müsste die schwerste sein. Ihr habt den schwierigsten Weg gewählt, Keeper. Es gibt nämlich kein Portal. Zum Ausgleich seid ihr mit einigen eurer stärksten Krieger hergekommen. Wäre es nicht peinlich für einen der anderen Keeper, wenn er sein Portal an euch verlöre? Greift schnell an. Überraschung und hartes Durchgreifen sind die Schlüssel zum Portaljuwel dieses Landes. Also ja, hier hätten wir halt kein Portal, aber sehr starke Einheiten. Deswegen ist es wahrscheinlich der schwerste Weg. Aber den nehmen wir nicht. Wir nehmen die interessante Wahl, wie er gesagt hat. Eine höchst interessante Entscheidung, Keeper. Ihr habt Zugang zu einer großen Fläche, auf der ihr euch ausbreiten könnt. Baut eure Basis weise auf, denn ich bin mir sicher, der Gegner hat schon ein gieriges Auge auf dieses Platzangebot geworfen. Ja, dann legen wir mal los. Ich bin Kronos, der Meister der Strategie. Ich werde meine Truppen hart trainieren lassen, um Elitekämpfer auszubilden, und dann werde ich euch alle töten. Ich bin Raksha. Merkt euch, dieses Land des Feuers wird bald mir gehören und ich dulde keinen Widerstand. Ich bin Morgana und meine Feinde lauern überall. Ich muss bereit sein, mich zu wehren. Meine tapferen Geschöpfe, Anhänger von Draco, vorwärts zur Attacke. Auslöserfalle. Indie-Falle. Stahltür. Ihr seid nicht der Einzige hier mit ehrgeizigen Plänen, Verfechter des Bösen. Vier unheilige Rivalen treiben sich hier herum, die auch alle gerne über dieses Land herrschen wollen. Ja, wie wir jetzt gerade im Vorspann gesehen haben, wir haben vier Gegner. Hier den blauen. Ich habe mir jetzt die Namen nicht gemerkt. Hier ist ein Portal. Hier ist noch ein Portal und das gehört dem Lilanen. Noch ein Portal, wo wir werden in erster Linie nur die Portale angezeigt. Okay. Also gut, wir haben vier Gegner, wobei Grün und Gelb wohl nebeneinander zu sein scheinen und sich wahrscheinlich schnell gegenseitig ausspielen werden. Aber wir selber müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich unsere Basis hochziehen. Hier haben wir schon mal riesige Räume, was gut sein kann, aber nicht unbedingt. Und wir haben einmal die Horny-Beschwörung, was sehr gut ist.
Okay, hier baue ich mal eine Hühnerfarm rein. Mache ich auch extra schon mal schön groß. Und dann gucke ich mal, dass ich weitere wichtige Gebäude wie einen Trainingsraum. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Mist. Dann brauche ich halt erstmal noch einen Imp. Jetzt mache ich mal etwas Seltsames, jedenfalls für mich seltsam. Eher und baue einfach eine Schatzkammer ums Dungeon-Herz drumherum. So brauche ich mir keine Sorgen um mein Geld zu machen, so ist alles beisammen. Ja, in der Mission geht es eigentlich vor allem darum, schnell zu sein, dass ich am schnellsten an das meiste Geld rankomme. Ich habe ja zum Glück ziemlich viele Goldvorräte in meiner Nähe, aber ich sollte trotzdem aufpassen. Vor allem Blau ist ziemlich nah an mir dran. Also sollte ich gucken, dass ich schnell die richtigen Entscheidungen treffe, mich schnell ausbreite. Und gucke, dass ich meine Imps hochhalte. Die Anzahl meiner Imps. So, jetzt dürfte ich Platz für den Trainingsraum haben. So, auch wenn er ein bisschen komisch aussehen wird. Das hier ist mir etwas zu groß für die Bibliothek, deswegen kommt da der Kerker rein. Ah, 6 Skelette. Zur Not kann ich hier den Kerker noch etwas vergrößern. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ah, Salamander. Sehr schön, die sind mir gerade wegen dem Lava-Gebiet sehr gut geeignet. Okay, meine Hühnerfarm sieht etwas komisch aus. Hier könnte ich eine Bibliothek reinbauen. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Goldmangel. Ah, jetzt kann ich ihn mir leisten. So, Bibliothek. Und Trainingsraum, der dürfte fürs Erste groß genug sein. Reicht der Platz für eine kleine Folterkammer? Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Natürlich, ich habe kein Geld dafür. So, Magier. Und genug Imps fürs Erste. Die Hühnerfarm groß genug ist, für, um Teufel anzulocken? Ich bezweifle es eigentlich. Aber lassen wir es mal so. Zur Not verkaufe ich hier die Hühnerfarm und die, und setze sie vielleicht hier hin neben den Trainingsraum. Das dürfte dann groß genug sein. Und setze dann hier eben die Werkstatt hin. Aber jetzt wollte ich gucken, ob hier eine kleine Folterkammer reinpasst. Ja, passt sogar. Ein Foltergerät, aber das dürfte reichen. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Genau, also eine Jungfrau kriegen wir auf jeden Fall schon mal. Was fehlt eigentlich noch? Es fehlt nur noch die Werkstatt. Dann denke ich mal, werde ich hier die Hühnerfarm verkaufen und sie da drüben neu aufbauen. Sobald die eben das Gebiet mir eingenommen haben.
Hier ist ein Raum, sehe ich gerade. Was ist hier drin? Okay, da ist gleich schon der blaue Nachbar. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Unglückliche Salamander gibt's nicht. So, Hühnerfarm. Die ist schon ein bisschen größer, aber ich glaube, die Größe reicht immer noch nicht wirklich aus, um Teufelladen zu machen. Kann das sein? Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ja, Tatsache. Na gut, dann verkaufen wir aber erstmal die Hühnerfarm hier. Dann kümmern wir uns um den unglücklichen Zauberer, der soll sich einen Schlafplatz suchen. Hühnchen. Hier geht's zum Gegner, habe ich gesagt. Aha. Ich sehe, ein Keeper liegt in seinem Blut. Gut, gut. Könnte zu eurem Vorteil sein, auch wenn er nicht von eurer Hand gestorben ist. Ja, wie ich es mir dachte. Und zwar hat sich wohl, so wie es aussieht, der gelbe Keeper jetzt in Luft aufgelöst. So groß brauche ich die Werkstatt eigentlich gar nicht mal machen. Bauen wir sie doch lieber woanders hin. Ach, bauen wir sie hier rein. Ja, meine... sehen etwas abstrakt aus. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Sehr schön, Trolle. Eigentlich sollte ich meine Magier nicht forschen lassen, sondern trainieren lassen. Und den Trainingsraum wieder etwas größer machen. Ja, ich weiß, ich treibe hier gerade ein bisschen komisches Management. Ich verkleinere den Trainingsraum, vergrößere ihn wieder. Dann mache ich ihn wieder kleiner. Ach, du willst Ärger. Im Klopper rein, so. So geht das. Du kannst gleich mal mitklopfen helfen. Ja, jetzt schneller wir den blauen rauskicken, umso besser, weil der sitzt direkt neben uns. Sehe ich hier noch irgendwo Gold? Nee, aber hier drüben könnte was sein, deswegen baue ich mal hier auch eine Schicken wir mal meine Salamander los. Ah, sehr schön. Ich kriege also doch Teufler. Aber hier ist nichts. Naja. Hat sich also nicht wirklich gelohnt, hierher zu... graben. Ja, vom Gegner und von mir, die kloppen sich untereinander. Das ist natürlich auch schön. Wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat.